7 years old when I got my first pair. And I stepped outside and I was like, Mama. Yo Leute, was geht? Kai Webs ist hier am Start. Heute mit einem neuen Video. Und ich habe mir gedacht, ich war in einem Dampfshop in Dolce Fumo, wenn man es so richtig ausspricht, in Ludwigsburg. Die gibt es auch in Stuttgart, Leonberg, Heilbronn. Also der Verkäufer hat mir gesagt, sie haben 13 dieser Shops und mit Franchise insgesamt sind es 25 Stück. Also schon eine ziemliche Menge für einen Dampfshop. Und ja, ich war da am Freitag nach dem Arbeiten mit meinen Arbeitskollegen, weil die durch mich auch ein bisschen aufs Dampfen umgestiegen sind, nicht mehr aufs Zigarettenrauchen. Und ja, heute wieder mit dem V-God. Aber ich muss euch eine E-Zigarette zeigen, also eine Vape. Das ist die hier. Ihr seht es wahrscheinlich nicht richtig. Das ist die Tarot Nano von Vaporesso. Die nehme ich jetzt zurzeit für unterwegs. Sieht ziemlich cool aus. So in diesem Grün mit diesem Kohlenstoffoptik. Dann Display auch am Start. Und ja, für unterwegs ist die perfekt. Fertigkopf. Mit irgendeiner neuen Entwicklung drin. Also, keine Ahnung, es sind irgendwelche neuen Köpfe. Also schmeckt auch richtig gut und alles. Ja. Macht auch ordentlich Dampf. Die geht bis 80 Watt. Auf jeden Fall. Der Kopf ist jetzt, glaube ich, von 40 bis 60 Watt, ich weiß es nicht ganz genau. Ich dampfe es jetzt auf 38, weil so ist für mich der perfekte Verbrauch. Es macht die schönen Wolken, es hat einen schönen Geschmack und ich verballer nicht so viel Liquid beim Arbeiten. Und ja, ich bin ein bisschen krank, deswegen kann es auch sein, dass ich mich ein bisschen komisch anhöre, weil meine Nase ein bisschen zu ist. Auf jeden Fall, hier ist die Tüte. Chillig auf jeden Fall. Einfach so eine schöne Tüte. Dolce Fumo Vaping Subly Store. Dann unten noch www.deutschefumo.de. Und ja, ich zeige euch einfach mal, was ich mir gekauft habe. Ich habe mir 3 Liquids gekauft und eine Coil Palette. Das kann ich euch jetzt alles mal nacheinander zeigen. Ich fange mal mit den Liquids an. Hier natürlich Just Jam on Toast, also Erdbeermarmelade Toast. Das dampfe ich jetzt auch gerade die ganze Zeit. Auf jeden Fall richtig geil. 60 Milliliter sind hier drin. 3 Milligramm Nikotin. Ihr fragt euch, wie das geht durch das neue Gesetz, falls ihr es noch nicht wisst. Das sind jetzt die gleichen Kartons. Das ist sogar die gleiche Größe. Ich habe hinten noch den alten Karton. Auf jeden Fall sind hier dann auf einmal 6 von diesen 10 Milliliter Gebinden drin. Die werden einfach da hier so reingepackt. Ich habe jetzt schon 2 verballert. Und ja, die kommen hier einfach so zu 6 einfach mal in den Pack. Schmeckt richtig geil, also ich kann es jedem echt empfehlen. Es schmeckt echt nach Erdbeertoast, also man schmeckt dieses Toast extrem, finde ich. Und halt dieses Süße, also es schmeckt echt richtig süß, schmeckt auf jeden Fall gut. Das ist gerade sozusagen mein All-Day-Liquid und ich könnte es eigentlich die ganze Zeit dampfen. Also Daumen hoch für das. Dann habe ich mir, das war das erste Liquid, wo ich jemals auf einer E-Zigarette gedampft habe, so ein Premium-Liquid sozusagen. Das ist von The Milkman, Milky O's. Also wenn ihr das riechen könntet, das wäre richtig nice. Aber könnt ihr natürlich nicht. Hier auch wieder deutsche Regelung. Hier sind 3 Stück drin, auch mit 3 Milligramm Nikotin, also insgesamt 30 Milliliter. Ich habe selber noch gar nicht dran gerochen, aber ich weiß ja, wie es riecht von damals. Das hatte ich nämlich in meiner Griffin drin. Also Vismac und Griffin, ihr wisst Bescheid, diese hier. Und ja, das riecht einfach extrem. Das riecht, das soll glaube ich sein Milky O's. Das ist irgendwie Keks mit, wenn man sie so in Milch tunkt. Das, ihr wisst ja, es gibt alles eigentlich als Liquid. Es gibt auch bestimmt Bier und was weiß ich, Asbach, uralt oder so. Und dann habe ich hier noch eins. Ich wollte eigentlich Dinner Lady Lemon Tart. Kennt ihr bestimmt alle. Dann hat er gesagt,
Das haben wir leider nicht mehr da. Dann hat er mir das empfohlen. Das ist von Momo Dizzle Dream. So sieht die Flasche aus. Richtig edle Flasche auf jeden Fall. Das ist Glas. Und ja, wenn man es aufmacht, Pimpette. Easy. Und es riecht echt eigentlich wie es Dinner Lady. Bloß halt noch ein bisschen intensiver, finde ich sogar. Gedampft habe ich es jetzt noch nicht. Das wird auch hier so geliefert. Ihr seht, das ist eine ziemlich große Flasche, 50 Milliliter. Und ihr fragt euch, warum 50 Milliliter? Weil ihr noch einen Nikotinshot kriegt mit 18 Milliliter. Dann kommt ihr auf 2 oder 3 Milligramm Nikotin, wenn ihr das zusammenmischt. Ich würde es am besten 1 bis 2 Tage stehen lassen, wie wenn man selber Liquid mischt, damit es sich richtig entspannen kann und ausfalten kann. Und dann, das waren die Liquids, wo ich mir jetzt gekauft habe. Und jetzt kommt noch das Coolste eigentlich. Eine Coil-Palette sozusagen. Wenn ihr eine Freundin habt oder so, kennt ihr das bestimmt von so Contouring-Paletten oder sowas. Und das ist einfach mal eine Coil-Palette. Da steht dann drauf, was es feiner ist. Zum Beispiel ein Alien. Dann heißt einer Juggernaut, auch cool. Dann Fused Clapton. Und von jedem sind 6 Stück drin. Und wenn ihr jetzt mal denkt, 1, 2, 3, 4, 5, 3 und hier sind 3, also dann zusammengerechnet sind es, jetzt muss ich rechnen, 15, 15, 15 Stück mal 3, mal 6, weil in jedem 6 drin sind. Auf jeden Fall eine ordentliche Menge und ich finde für 25 € kann man eigentlich nichts sagen. Hier auch nochmal der Sticker von Dolce Fumo. Ich weiß gar nicht, ob man die woanders auch noch so bekommt. Ich denke schon, aber habe ich jetzt so das erste Mal gesehen in so einem Riesenpack. Und wenn man hier aufmacht, ihr seht die ganzen Drähte und alles. Easy. Auf jeden Fall coole Drähte dabei. Ich hole jetzt mal zum Beispiel den Alien. Die kennt ihr ja alle meistens. Ja, dann der Bekannte natürlich, Fused Clapton. Auch chillig. Süße kleine Drähte. Das hält auf jeden Fall eine ganze Weile. Auf was ich gespannt bin, ist der Super Juggernaut. Ihr müsst euch den mal geben. Der sieht richtig extrem aus. Also wenn ich jetzt mal hier gerade so ein Fused Clapton neben diesen Super Juggernaut halt, da seht ihr den Unterschied. Das müsst ihr euch mal geben. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Auf jeden Fall krasser Unterschied. Ja, der Super Juggernaut ist auch der mit der niedrigsten Ohmzahl. Hier gibt es von 0,3 Ohm bis hoch auf 0,9 Ohm. Das sind dann die Clapton Twisted. Und ja, das war's eigentlich von dem Hole sozusagen. Wenn ihr euch fragt, wie sowas geht mit dem Nikotinshot, das ist ganz einfach. Ihr macht einfach die Flasche auf hier. Macht es schön leer, die Pimpette, dass hier am besten so wenig wie möglich drin ist. Die Pimpette könnt ihr weglegen. Diesen Nikotinshot dreht ihr einfach auf. Ich habe das selber noch nicht gekannt. Der im Laden hat es mir dann auch erklärt. Und dann macht ihr das einfach hier rein. Das sind 10 Milliliter. Dann ergibt es insgesamt 60 Milliliter. Also wie das Just Jam. Und da drückt ihr. Und der Tipp hat mir einen Trick gezeigt. Das probiere ich jetzt einfach mal hier. Wenn ihr diese Kappe aufdreht und dann das probiert aus diesem Ding rauszudrücken, das ist echt schwer. Und der Tipp hat mir gezeigt, wenn man die Kappe aufdreht, nicht ganz aufdrehen, sondern dann so umknicken. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das funktioniert. Seht ihr? Und dann ist das offen. Und die Kappe, also das Abfüllding, steckt im Deckel drin und ist weg. Also falls ihr das noch nicht wusstet, so ein kleiner Lifehack. Jetzt mache ich hier mal diesen kleinen Plastik. Okay, der ist fest. Und dann leert ihr das einfach rein. Könnt ein bisschen drücken, damit es schneller geht. Und ihr seht, das füllt es dann rein. Jetzt gar nicht, wie viel da noch drin ist. So, dann ist auch schon leer. Dann könnt ihr das wieder hier rausnehmen.
Wenn es klappt. Boah, ich mache das alles hier zum ersten Mal. Guck, dass alles schön draußen ist. Das sind natürlich jetzt alles diese Tricks von den ganzen Firmen damit. Uff. Jetzt tropft ein bisschen. Egal. Jetzt schön zudrehen. Das könnt ihr ja ein bisschen abputzen. Ein bisschen Tempo nehmen, ein bisschen abputzen. Tempos hat man ja eigentlich immer da, wenn man Coils wickelt oder Scheiße macht zum Sauberhalten. Ich habe auch immer so ein kleines Wasserwändchen, wo ich dann so meinen Kopf putze oder so. Auf dem Boden liegt auch. Und dann, boah, das riecht einfach schon so extrem. Und dann schüttelt ihr das einfach. Und dann schüttelt ihr das 2-3 Minuten. Oder am besten mit so einem Milchaufschäumer, wie wenn man selbst mischt. Kennt ihr ja bestimmt. Und ja, dann habt ihr das auch. Bloß das würde ich jetzt stehen lassen, wie gesagt. Damit es sich richtig verbinden kann alles. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Liquids sind alle extrem geil. Also das Momo habe ich zwar noch nicht getestet, aber wenn es so sein soll wie Dinner Lady Lemon Tart, dann ist es ja geil, weil es ja auch eins meiner Lieblingsliquids ist. Genauso wie Just Jam on Toast. Auf jeden Fall. Und ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen oder sowas habt, könnt ihr die an mich stellen. Vielleicht gerade zu dem Tarot Nano. Bei mir gefällt der echt. Ich weiß jetzt nicht, wo meine Kamera abgespackt ist, aber irgendwie kackt die irgendwie ab. Ich weiß nicht, ob die nach 10 Minuten oder nach 5 Minuten oder so aufhört aufzunehmen. Auf jeden Fall, falls ihr Fragen habt, über den Tarot Nano oder über irgendein Liquid oder über mein Lieblingsliquid, dann könnt ihr die fragen. Und jetzt zu dem Coil Set nochmal kurz. Ich habe mir ja den Kylin RDA von Vandy Vape bestellt. Da werde ich auf jeden Fall mal vielleicht die Super Juggernauts, je nachdem wie sie reinpassen. Ich habe keine Ahnung, wie groß der ist. Ich habe auf jeden Fall einen 25mm Verdampfer, oder? Ja, ich glaube. Dann habe ich mir noch den V-God Pro 150 bestellt. Da werde ich mal ein bisschen von den Drähten ausprobieren. Und auch bei dem V-God Pro Trip natürlich. Falls da mal wieder eine Wicklung fällig ist. Auf jeden Fall. Bleibt dran, wird cool. Das mit der Wallart, das kommt auch bald. Ich muss bloß noch die Bilder ausdrucken und dann weitermachen mit den Videos. Aber auf jeden Fall wird es cool. Ich habe mir auch gedacht, ich mache mir da hinten so ein Studio. Ihr seht ja da hinten die weiße Wand und bla. Ich mache hier einfach komplett schwarz. Einmal drumherum, dass die Kamera nur noch schwarz ist. Also außer ich. So, dann sieht man den Dampf auch cooler und alles. Und ich kann euch alles besser ein bisschen zeigen. Und von dem her, bleibt dran, abonniert mich, falls ihr Bock habt auf weitere Videos. Bis dann. Boah, jetzt ist meine Stimme gerade abgekackt. Auf jeden Fall, ich bin krank. Macht ja nichts. Auf jeden Fall, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai Waves.